Ich stehe jetzt hier gerade in unserer geodätischen Kuppel, die wir im Januar gebaut haben. Und davor sieht man unseren Tipi-Stoff. 40 Quadratmeter hat man dann in dem Tipi. Wir haben das schon mal ausgebreitet hier. Ja, das ist ein ziemlich langes Ding, fast 7 Meter lang. Genau, jetzt müssen wir die geschälten Stämme aufstellen, hochbringen, als erstes den Tripod. Und danach können wir dann, wenn die 12 Stämme, die je ungefähr 8 Meter lang sind, aufgestellt sind, den Stoff anbringen. Mal gucken, wie es läuft. Wenn der Knoten jetzt gleich da hinten liegt, alle drei, dann nehmen wir die hinteren Teile und packen die so eher hier hin, hier hinter uns, so, wie so ein V. Und dann spannen wir ein Band von da, von dem Knoten, nach hier ungefähr zum Tipi. Ah, und ziehen es hoch. Und ziehen es einfach hoch. Okay, reisen an den Punkten, halten die fest und dann ziehen wir es einfach hoch und dann braucht man nur noch den einen rumziehen und dann steht es halt schon. Got it. Und ziehen. So, ich bin jetzt hier gerade oben auf unserer kleinen Hochebene mit Mara, meiner Tochter, und guck mir an, wie die Jungs den Tripod von unserem Tipi aufstellen. Wir haben es jetzt bekommen, das ziemlich hoch zu stellen. Hinter mir sieht man es. Und da müssen dann noch die nächsten drei und dann die nächsten sechs von unseren roten Eukalyptusstämmen rangestellt werden.